Wann, was, wo, Marxloh. Heute sprechen wir über Erst- und Zweitstimme und was bedeutet das eigentlich? Auf euren Stimmzetteln müsst ihr immer zwei Kreuze machen, die Erst- und die Zweitstimme. Mit der Erststimme sucht ihr euch einen Kandidaten aus, der aus eurem Viertel kommt. Teilweise sind die auf Plakaten vertreten und ihr kennt sie vielleicht auch. Mit der Zweitstimme entscheidet ihr, wie groß der Anteil einer bestimmten Partei im Bundestag sein wird. Das werdet ihr bestimmt auch von anderen Wahlen kennen. Unten im Live-Ticker werden da immer die prozentualen Anteile angezeigt. Also ist die Zweitstimme tatsächlich die wichtigere, denn sie entscheidet, wie groß der Anteil der Partei im Bundestag sein wird. Und dieser Bundestag wird letztendlich auch den Bundeskanzler wählen. Also gut aufpassen, wo ihr euer Kreuz setzt. Im nächsten Video erklären wir euch den Wahl-O-Mat, der euch eine große Hilfe sein kann, um die richtige Wahl zu treffen. Also schaltet wieder ein. Ciao.